Hallo, guten Morgen. Ich wollte euch mal die Ausmaße und Dimensionen zeigen, die der Bauch mittlerweile angenommen hat. Ist das nicht der Wahnsinn? Also, selbst wenn ich nicht schwanger bin, habe ich ja einen Bauch, als ob ich schwanger bin, aber so ist er nicht. Ja, 9. Monat. Es sind noch 5 Wochen bis zur Geburt, also bis zum ET. Wann wirklich die Geburt ist, weiß ich ja nicht. Und ich habe mich entschlossen, ich bleibe heute in meiner absoluten Jogginghose. Ich habe viel zu tun hier im Haushalt. Ich nehme euch mit durch meinen Tag. Ihr werdet alles sehen, was ich so mache. Ich habe auch gerade erst den Vlog von gestern beendet. Also ich habe heute Morgen schon gewerkelt, wie ihr hoffentlich gestern gesehen habt. Und es geht jetzt weiter. Ich habe mich nur gerade eben frisch gemacht, alles Zähne geputzt. Bisschen so die Haare versucht zu richten, aber viel ist da heute nicht zu machen. Ich habe keine Lust, mich fertig zu machen. Ich war gestern Abend noch in der Badewanne, weil ich so, keine Ahnung, Senkwehen oder Übungswehen oder was auch immer hatte. Dann bin ich in die Badewanne gegangen, weil das tut richtig gut immer. Und deswegen brauche ich heute nicht duschen gehen heute Morgen. Ja, ich habe die Murmel schön eingecremt. Also ich mag ja wirklich den Bauch, ne? Ich finde das so schön. Wirklich, wirklich. Ist das nicht ein Wunder? Das ist wirklich ein Wunder. Ja. Naja, jetzt ziehe ich mich an und wie ihr hört, unten ist schon der Staubsaugerroboter zugange. Die Waschmaschine läuft, die Spülmaschine läuft, alles läuft. Ich habe das Video geschnitten, was ich gerade beendet habe. Und wir haben 9:36 Uhr. Ich liege super in der Zeit. Heute ist Freitag, das heißt. Morgen ist Wochenende, also Samstag dementsprechend. Das heißt, wir können länger schlafen. Und ich ziehe das Sofa gleich aus. Und wenn Bernd morgen von der Arbeit kommt, dann ist ein Gammelwochenende. Wir haben keine Verabredung, keinen Besuch, keine Termine. Wir können chillen. So, ta-ta-ta-ta. Willkommen in meinem Lieblingsraum, der HWR. Ich liebe ihn, das wisst ihr. Aber schaut mal, die Wäsche. Ich habe jetzt 2 Tage ziemlich viele andere Sachen erledigt, sowas wie Auto sauber machen, hier im Haus Kisten ausräumen und so. Da ist die Wäsche liegen geblieben, die haben wir jetzt hier so gesammelt, die werde ich jetzt in meine Wäscheaufteilungsboxen verteilen. Hier wasche ich schon die Wäsche, also die Bettwäsche für meine Schwiegereltern, die ja kommen, wenn unser Babygirl zur Welt kommt. Die passen dann hier, die hüten das Haus, passen auf Kind und Hund auf. Und deswegen möchte ich, dass die frische Bettwäsche haben, falls sie bei uns nächtigen. Vielleicht an dem Bettkasten lagern. Und wir haben eine neue Lampe. Hatte ich euch erzählt, dass wir hier so eine Halogenröhre hatten. Das sieht man auch noch, ne? Da war die. Und Bernd hatte in einem Traum sich vorgestellt, dass wenn wir den HWR betreten, dass automatisch das Licht angeht und hat so eine Lampe mit Bewegungsmelder bestellt und die ist auch echt super. Tada! Ich hatte die jetzt hier ausgestellt am Lichtschalter, dass ich euch die zeigen kann. Natürlich ist nämlich, was wollte ich jetzt sagen? Natürlich ist. Sonst wäre sie angegangen, sobald ich den Raum betrete. Und die blendet halt sehr. Ne? Und die ist echt super. Die ist auf 1 Minute eingestellt. Und auch wenn Tageslicht ist, so wie jetzt, dass die dann nicht angeht, sind wir sehr zufrieden. Das ist schön. Die ist, auf, wie gesagt, auf 1 Minute eingestellt. Und wenn ich hier jetzt gleich sortiere und es wäre jetzt dunkel draußen und die geht dann aus, dann brauche ich nur einmal so den Arm hoch machen, dann springt die wieder an. Also die ist echt. Hat der Bernd eine super Idee gehabt.
ich das vergesse, werden bestimmt einige fragen, wo ihr das gerade gesehen habt, wo ich da so oben ohne fast stand. Diese BHs in Anführungszeichen, die ich immer trage, die mit der Spitze. Wollt ihr immer wissen, wo ich die her habe? Ich habe die von Kick. Die kosten 5 Euro das Stück. Die haben so eine Schaumstoffeinlage, dass man da nicht sieht. Aber die sind ohne Bügel. Die sind super bequem und die trage ich mittlerweile seit 3 oder 4 Jahren nur noch. Ich trage keine BHs mehr, sondern nur die. Und jetzt in der Schwangerschaft habe ich mir die einfach eine Nummer größer geholt. So. Eine? Ja, eine Nummer größer. Gestern habe ich hier unseren Sauger, den Filter mal gewaschen. Der hat jetzt getrocknet. So, dann ist der auch wieder fit. Dann wollte ich den laden, weil gleich muss ich unterm Sofa und so saugen. Ja, da kommt der Roboter leider nicht hin. Meine Freundin hat sich jetzt einen Staubsaugerroboter geholt mit Wischfunktion und die sagt, das ist super. Ich habe ja extra so einen günstigen Saugerroboter ausgesucht damals. Bin ich unscharf? Nee, geht noch. Einen günstigen Saugerroboter ausgesucht, weil ich Angst hatte, so viel Geld auszugeben und dann bin ich unzufrieden. Und jetzt habe ich den halt für 80 Euro oder so hat er gekostet und der ist so mega. Und sollte der mal irgendwann den Geist aufgeben, der ist jetzt seit einem Jahr, täglich läuft er seine Runden, manchmal zweimal, weil oben und unten. Ja, und der läuft und läuft, Gott sei Dank. Ich will mich nicht beschweren, aber wenn er mal den Geist aufgibt, dann hole ich mir auch einen mit einer Wischfunktion. Aber ich möchte keinen, den ich so mit einer App steuern kann, der die ganze Wohnung ausmisst. Und so. Ich möchte einen, der durch Zufallsprinzip fährt, weil ich habe irgendwie Paranoia. Weiß ich auch nicht, möchte ich nicht. Ich wasche jetzt hier unsere Kiste aus. Da ist immer vom Laden die ganze Dreckwäsche drin. Und so sieht die auch aus. Und immer wenn ich die dann hier kriege, die Putzlappen sind jetzt halt alle in der Waschmaschine, dann wasche ich die immer einmal aus. Damit die wieder... Dann kann ich da gleich nämlich die saubere Wäsche reinmachen. So, dann wird die nicht sofort wieder dreckig. Dann habe ich euch gerade schon erzählt wegen der Lampe, dass die Amazon-Bestellung gekommen ist. Ich habe mir auch was bestellt und zwar ein Geburtskleid. Das möchte ich gerne anziehen im Geburtshaus. Ja, während der Geburt. Deswegen Geburtskleid. Und ich wollte es mit euch zusammen auspacken. Ich bin ganz nervös. Ich habe lange geguckt und geschaut, weil, ja, also es soll ja halt, ist das überhaupt scharf hier wieder, Mann? Also ich möchte halt gerne mich frei bewegen können, weitestgehend. Und deswegen halt so ein Geburtskleid, was unten offen ist. Wenn ich jetzt halt nur so ein Top an hätte, sage ich jetzt mal so wie das hier, dann ist das ja halt doof, weil, ne? Dann bin ich ja die ganze Zeit untenrum so nackt. Bin ich hiermit auch, aber halt, es ist bedeckt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Oh, das ist ein bisschen sehr groß. Ich zieh's mal über. Die hatten in der Beschreibung geschrieben, dass es sehr eng ist. Deswegen habe ich es in XXL bestellt. Ich guck mal. Immer besser zu groß als zu klein, ne? So. Und ich wollte halt was ich hier vorne aufmachen kann, um halt direkt zu stillen. So. So schlecht finde ich es gar nicht. Es hat halt so leichte, so Spitze abgesetzt an der Knie unten auch. Es geht bis zu den Knien. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich meine, ich bin ja noch 4, 5 Wochen schwanger. Und es muss ja jetzt nicht so eng sein, weil ich wachse ja noch quasi. Ja, passt. Bisschen groß, egal, aber da fühle ich mich wohler, weil ich nehme ja dann auch verschiedene Positionen ein während der Geburt. Na, so, wie auch immer, weiß ich noch nicht. Lässt sich dann später entscheiden bei der Geburt. Und der Stoff ist wirklich angenehm. Ich glaube, das ist Polyester, ne? Nicht so toll. Aber der ist sehr angenehm. Der ist so richtig schön glatt und geschmeidig. Wo steht das denn?
Da. 95% Viskose und 5% Elastan. Ist Viskose Polyester oder ist... Ich weiß es nicht. Aber mir ist es egal. Ich nehme es jetzt trotzdem. Ich werde es direkt waschen. So, das hat... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, unter 20 Euro gekostet. Das kann ich dann hinterher hier auch im Wochenbett noch anziehen. So, die Murmel kommt immer raus. Ich wasche es jetzt direkt und packe es in die... Auf, ich habe ja noch nicht gepackt, die Geburtstasche. Aber auf den Haufen für die Geburtstasche. Dann ist das auch schon mal da drin. Kann ich wieder was abhaken? Und ich wurde in einem Kommentar gefragt, warum unser Wohnzimmertisch so leer ist. Jetzt steht da was drauf. Hier stand vorher der Adventskranz und das hat mich total genervt, wenn wir Besuch hatten oder so. Dann war der Tisch so voll. Und jetzt steht er da. Und wisst ihr, warum der Tisch immer so leer war? Wegen ihm. Weil der schrömmelt so gerne. Und deswegen haben wir den leer gelassen. Jetzt habe ich den gerade, also ich würde sagen, vor 10 Minuten habe ich den da hingestellt mit einer kleinen Weihnachtstischdecke. Und noch lässt du ihn in Ruhe. Er guckt jetzt gerade hier drauf. Ich habe das Kleid noch in der Hand, weil ich es in HWR zur Wäsche bringen möchte. Es ist nicht für dich, Smurf the Burf. Tut mir leid. Ja, und ihr wisst, dass wir so langsam immer wieder alles integrieren. Hier, wir hatten ja alles weggeräumt, weil Smurfy alles schrömmelt. Und jetzt seht ihr da schon auf der Fensterbank, das wäre früher undenkbar gewesen, dass sowas stehen bleibt. Der wäre immer wieder hingegangen. Aber er wird älter und ruhiger und jetzt versuche ich es halt damit. Genauso wie dieses Gehfrei, das habt ihr auch noch nicht gesehen, ne? Diesen Laufstall nicht gehfrei. Das wäre damals nicht möglich gewesen. Der hätte das sofort geschrömmelt. Und jetzt ist es, darf es stehen bleiben. Genau, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Das haben wir auch gebraucht gekauft von eBay Kleinanzeigen. 60 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Das hat hier diese Macken. Ich weiß, das sieht aus, als ob Smurfy das war. Das war er aber nicht, das war schon. Aber normalerweise kostet das, oh, ich glaube, 120 Euro. Also halber Preis. Und nur, dass es hier ein paar Kratzer hat, fand ich jetzt nicht so schlimm. Oder wir nicht so schlimm. Das kann man ja hier alles waschen im Bezug. Das habe ich schon gemacht. Alles sauber gemacht. Und wenn jetzt doch der Smurfy da mal reinbeißen sollte, dann ist das nicht so schlimm. War ja halber Preis. Und das ist halt hauptsächlich, um hier alles abzulegen, was ich so im Wochenbett brauche. Sowas wie Stoffwindeln und so. Oder wenn ich das Kind mal die Windeln wechseln möchte. Ich weiß ja nicht, wie Smurfy reagiert. Geh mal runter. Nein, die Kuscheltiere bekommst du nicht. Deswegen hätte ich halt gerne einen Platz, wo er nicht hinkommt, wo das Baby dann liegen kann. Aber er ist immer neugierig, er möchte immer die Kuscheltiere haben. Runter. Das ist eine Spieluhr. Hier runter. Runter. Das ist eine Spieluhr, die hat Calvino schon gehabt. Lalelu spielt die. Die mache ich mir manchmal auf den Bauch, dass sie sich schon mal bisschen dran gewöhnt, die hören das ja schon jetzt, ne, im Bauch. Smurfy aus. Schnüffeln darfst du, ne? Ja, ich weiß, Hunde dürfen nicht auf den Tisch. Er geht aber immer drauf. So ist fein, schnüffeln. Etzi! Da, so geht's dann los. Aus! Dann. Das ist jetzt ein Tag Arbeit. Aus. Nicht. Ja, da guckst du, ne? Guckt euch das an. Hier ist, wenn er seine Birnen und so isst. Ich muss gleich mal wischen. So. Jetzt geht's los hier mit dem Aufpassen. Guckt euch das an. Hat er kaputt gemacht. Was hast du hier gemacht, hä? Ja, jetzt muss ich ganz viel aufpassen auf dich, ne? So. Aus. Du bist fein. Super, machst du das. Aus.
Ja, ich gebe euch nachher mal ein Update. Seht ihr ja im Video, ob der hier nachher noch steht oder ob ich keine Lust mehr habe. Aus. Er ist tatsächlich lieb. Wer hätte das gedacht? Ne? Fein, hast du dich da hingelegt? Und ich lege mich jetzt auch hier hin. So. Mach ein bisschen die Beine hoch und ein kleines Päuschen. Aber wenn er gleich wach wird, dann gehen wir laufen. Hast du den jetzt wieder angemacht? Ich habe den extra ausgemacht, weil ich euch hier zeigen wollte, dass ich jetzt anfange mit Mittagessen kochen. Bei uns gibt es heute Kohlrabi-Gemüse mit Cordon Bleu und dazu Kartoffeln. Die Kartoffeln sind noch aus dem Garten, die habe ich mal reingeholt. Ihr seht, die Erde ist noch dran und deswegen lege ich die so ein bisschen im Wasser ein, dann kann ich die besser schälen. Und die Kohlrabi mache ich mit einer Bechamelsoße mit Sahne. Und er testet wieder, ob ich es merke oder nicht. Gucken mal, so ist fein, ne? Ah, 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 aus. Aus, Smurfy. So ist fein, aus. Super, so ist fein. Hm? Super, geh mal ab auf deinen Platz. Da ist nicht dein Platz, ab auf deinen Platz. Jetzt, als ob du doof bist. Ab auf deinen Platz. Ey, Smurfy. Ab auf deinen Platz. Nur damit ihr wisst, wo der ist, ne? Ab auf deinen Platz. Da. Platz. 4 Stunden später. Also der ist nicht doof, der weiß das ganz genau, wo sein Platz ist. Und er testet gerne. So ist fein. Ich war gerade mit ihm laufen und habe mit ihm Suchspiele gemacht. Deswegen habe ich noch ein bisschen Emmentaler geschnitten. Die Felder, da war so Raps und das wurde abgeerntet. Und ja, da konnte er schön buddeln und ach, das fand er toll. So, das ist unser Mittagessen. Sehr lecker. Mit der Bechamelsoße. Oh, da freue ich mich drauf. Und ich habe hier noch so einen Rest Bodensalat mit Sahnesoße. Und soweit wollte ich mal probieren. Waldmeisterbrause. Ich habe es gerade schon einmal hier aus der Flasche probiert. Das ist ein bisschen sehr süß. Ich werde mir noch eine Schorle daraus machen. Hier. Weiter, sagt er. Hundemassage. Richtig schöne Lefzen hat er. Schön vollgefressen, gelaufen. Schön geschissen. Alles. Und oh, jetzt die Massage. Kack, Klötenmassage. Kleinen Knicker noch. Knicker. Ist ja nicht mehr viel da. Egal, sagt er. Ja gut, mein Vater ist da schon zugange. Smurfy, komm hier. Mama. Lass Häschen mal in Ruhe jetzt. Er muss jagen gehen für die Familie. Smurfy, hier, komm, hopp. Bis gleich. Fahr vorsichtig, schnell. Er merkt, ich habe kein Leckerchen. Oh, so. Fahr vorsichtig, ja. Bis gleich. Ja, so, Bernd war nur eben hier zum Mittagessen. Klack, jetzt ist er weg. Holz holt er jetzt ab. Was hatte ich jetzt in diesem Video oder im letzten Video erzählt? Weiß ich jetzt gar nicht, dass wir... Also es wurde ein Baum gefällt und der muss halt kleingesägt werden und abgeholt werden. Und Bernd und sein Vater machen das und sein Vater ist jetzt schon da, hat alles vorbereitet. Und Bernd war jetzt nur eben nach der Arbeit hier, hat was gegessen und ist jetzt auch losgefahren. Ja, und dann lagern wir das Holz erstmal ein. Ich glaube, 2 Jahre muss das liegen. Schreibt mir in die Kommentare bitte, muss Holz 2 Jahre liegen, bevor es verfeuert werden kann? Ich glaube schon. Und dann kommt er wieder. Genau. Und ich bleibe hier mit dem Smurfy, weil ich kann eh nicht helfen. Und wenn er dann da mit der Säge dazwischen springt oder so, dann stört er auch nur. Und
Der steht immer noch. Der Adventskranz. Also ich habe zwar schon gefühlt tausendmal gesagt, nein, und geh da weg und so. Aber es klappt bis jetzt ganz gut. Ja, und jetzt legen wir ein bisschen die Füße hoch. Wir legen gerade Gyrosfleisch ein, also Gyros, das sind hier diese Pellets. Wo hast du die bestellt mal? 6 Kilo waren das, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Ich weiß nicht mehr, wo Amazon oder Ebay oder... Ich weiß nicht mehr, wo ich die bestellt habe. Das waren so 6 Kilo von den Pellets. Weißt du auch noch nicht mehr, was die gekostet haben? Nein. Ich guck gleich mal. Ja. Wir gucken mal, wenn wir es finden, verlinken wir euch die. Weil die sind ewig und 3 Tage haltbar. Und ja, das ist unser Gyros-Ersatz. Und wir legen das jetzt ein mit Gyros-Gewürz. Das ist dieses hier. Das haben wir immer aus der Metro. Handtuch bitte. Wo ist das Handtuch? Hier. Und Zwiebeln und Knoblauch, weil morgen macht der Bernd eine super leckere 40 Liter Gyros-Suppe. Die dient uns als Nahrungsaufnahme nächste Woche. Morgen, nächste Woche und im Wochenbett. Genau. Wird das schön eingefroren. Dann gibt es das ganze Wochenbett Gyros-Suppe quasi. Ja, das ist ja nur für Karin und mich. Du magst ja nicht so gerne. Ja, doch ab und zu esse ich die auch. Deckel dafür haben wir? Ja, haben wir. Ich dachte, wir brauchen Kippen. Ja, und Smurfy reizt gerade die Mutti. Ich bin kurz davor, den wieder wegzustellen. Weil er jetzt ein paar Mal da dran war. Ne, Smurfy? Jetzt bist du lieb. Ja, jetzt bist du lieb. Fein, fein. So, wir hatten Geburtsvorbereitungskurs. Thema Nachgeburtsphase und Wochenbett. Und was war noch? Noch irgendwas. Ja, das war jetzt der letzte Kurs. Letzte, ja, für immer machen wir noch mal einen, wenn wir noch ein Kind bekommen. Je nachdem. Schauen wir mal. Erstmal müssen wir das eine Kind schaukeln. Und jetzt gibt's Abendbrot. Oh, Bernd macht gerade die Spülmaschine sauber. Warum? Danke. Und eine Frühlingssuppe. Gestern gab es ja Buchstabensuppe. Heute machen wir uns Frühlingssuppe dabei. Und dann haben wir hier. Ich habe eine Ananassaftschorle. Bernd hat Wasser. Hier haben wir noch einen Bohnensalat. Ja, Aufschnitt und Brot. Wo ist denn mein Brot? Hier dieses... Ah, und Toast haben wir auch im Toaster, genau. Und dieses mag ich gerne, so ein Bauernbrot von Tipp. Ja. Und ansonsten gehen wir vielleicht gleich nochmal eine Runde mit dem Hund. Und dann ist der Tag vorbei. Und deswegen würde ich das Video jetzt hier beenden. Du hast jetzt eine Fratze gezogen. Du ziehst nie Fratzen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.